So, Leute, ich habe ein Paket bekommen, denn ich habe meinen Plan doch wieder ein wenig über den Haufen geworfen, was ich mal in gewissen Videos am Ende letztens gesagt hatte, vielleicht mal bei Myranor, dass ich jetzt ja als nächstes irgendwann mal das Kompendium 2 von DSA hier vorstelle und irgendwelche Crowdfunding-Sachen noch ankommen und so. Das stimmt zwar immer noch, aber ich habe vorher noch ein bisschen was bestellt, was angekommen ist. Eben gerade habe ich dir hier die Cthulhu-Würfel vorgestellt in ziemlich langer Zeit. Und jetzt habe ich aber noch ein bisschen Zeugs hier liegen, denn ich habe jetzt hier die ganzen Sachen hier oben abgerissen, die hier drauf klebten. Aber ich habe hier nämlich noch für Cthulhu ein bisschen Zeugs bestellt, denn ich konnte es nicht lassen. Und zwar habe ich hier, und zwar da sei an dieser Stelle die Werbung erlaubt, von, also über eBay von Emporion of Games ein bisschen Zeugs bestellt von der netten Tanja Weber aus Cuxhaven. Und dieser eBay-Shop, der viel mit Rollenspielzeugs macht, den kann ich euch nur ans Herz legen. Das ist echt eine nette, gute Sache und die Sachen kommen gut und gepolstert an. Hier sogar das Softcover noch eingepackt in, ja, nochmal extra eingepackt, extra sicher gemacht. Und darauf war ich gekommen, weil ich, gut, ich hatte früher irgendwann das zufällig bei eBay mal gesehen, ja, ist schon lange her, aber ich habe im Esker-Podcast nochmal die Empfehlung selbst gehört und habe mich dann erinnert und gedacht, ja, das stimmt, das war ja ganz geil gewesen. Und dann speichere ich mir diesen Verkäufer doch gleich mal, denn wenn ich Rollenspielsachen bestelle, die ich vielleicht abseits von den üblichen Verlagen oder so bestelle, dann dort. Also über eBay. Ja gut, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum habe ich jetzt nicht hier beim Pegasus Verlag direkt bestellt, ne? Oder vielleicht sogar beim Uhrwerk Verlag. Die haben ja auch so ein paar Cthulhu-Sachen. Und die Antwort ist da recht einfach. Denn ich war so ein bisschen auf der einen Seite zu faul für diese ganzen Überweisungsgeschichten bei dem Verlag, also bei dem Shop vom Uhrwerk, Quatsch, Pegasus Verlag. Denn die hatten, glaube ich, gar kein PayPal. Also da musste man dann irgendwie, das ist jetzt jammern auf hohem Niveau, ne? Aber man musste sozusagen hier die Kontodaten angeben und dann brauchte ich auch hier den BIC wieder und dann habe ich, aber irgendwie die Karte war ganz woanders und so und dann hätte ich lange rennen müssen. Da habe ich gedacht, dann mache ich das doch einfach mal, wenn es danach geht hier und nicht, dann muss ich mich da auch nicht anmelden und so, dann mache ich das einfach mal schön über eBay, Emporion of Games, dann unterstütze ich die doch auch mal. Und hier, der Uhrwerk Verlag hatte, glaube ich, eine Sache oder ich weiß nicht, der hatte das jetzt hier nicht alles, ne? Und deswegen habe ich gedacht, komm, in einer Fuhre mache ich das dann halt mal und dann eben dort. Ich hätte mir auch die Würfel da bestellt, aber das gab es halt dann nicht deswegen. Ja, und ich habe mir hier das Magiesprüchebuch bestellt und das Bestimmungsbuch der unaussprechlichen Kreaturen. Ja, und habt ihr ja gesehen, Mystiker, Magier, also ein Berufeheft. Jo. Und da bin ich auch mit der Lieferung sehr zufrieden. Wir werden dann gleich erstmal anfangen mit Mystiker und Magier. Ja, und ich hätte es natürlich auch auf anderem Wege noch schnell haben können mit der Bestellung. Aber ja, ich unterstütze Amazon und solche fiesen Großkonzerne nicht so gerne, die für Mensch und Umwelt nicht immer das Beste tun. Deswegen hier auch keine Affiliate-Links oder irgendwas anderes. Da habe ich keinen Bock drauf. So, das ist jetzt. Ach so, das ist zugeklebt, merke ich gerade. Das ist natürlich noch mal geiler. Ja, dann
Muss ich einmal kurz aufmachen. So. Das war dann das. Ja, Mystiker und Magier von Cthulhu, 7. Edition. Ich habe, wie gesagt, nicht so... Also ich habe von Cthulhu jetzt schon langsam eine Ahnung bekommen und lese mich gerade ins Grundregelwerk mehr ein und habe im Investigatoren-Kompendium auch schon einiges gelesen. Und wir bauen gerade auch eine Spielerunde auf und Charaktere werden gerade fleißig erstellt und so weiter. 1920er Jahre in Hamburg. Das ist alles ganz nett. Ja, und ich hatte ja gesagt eben, dass ich mir die Sachen eigentlich gar nicht unbedingt bestellen wollte. Habe ich, glaube ich, gesagt. Ne? Egal. Aber ich habe es dann doch gemacht, denn ich habe in... also ich habe Sachen gerne schon so ein bisschen komplett. Ich bin jetzt kein extremer Sammler, aber so ein bisschen Sammler bin ich schon. Und ich hatte dann schon gesehen, aha, guck mal, weil hier geht es ja um Berufe, ne? Deswegen kann man das mal hier sagen an dieser Stelle. Im Grundregelwerk gibt es eine Auflistung von Beispielberufen. Da sind einige nette Sachen dabei, aber im Investigatorenkompendium, und deswegen lohnt es sich unter anderem auch, ist ja auch mega billig, 13 Euro, leider als PDF genau der gleiche Preis, gibt es ein richtiges, eigentliches, einzelnes Kapitel zu Berufen. Das ist ziemlich cool. Ich habe da sogar mal die Berufe verglichen, die Anzahl der Berufe, und im Grundregelwerk sind es so, ja, also ich sag mal ganz grob so ein bisschen über 20. Und im Investigatoren-Kompendium sind es 100 grob mehr. Und mit allen Ausarbeitungen wirklich, ne? Also wirklich diese ganzen Auflistungen mit Berufsfertigkeiten und zum finanziellen Status und diese ganzen Sachen. Und natürlich auch Beschreibungen, überhaupt Beschreibungen. Das gab es im Grundregelwerk ja nicht. Also eine Standardbeschreibung zu jedem Beruf. Und ich glaube, manchmal kommt dann auch noch so ein Kasten hier, ne, jetzt geht es hier einmal um Chemie in den 1920er Jahren. Und so. Also da ziehen sich viele Kästen durch, die was zu den 20ern erklären, vor allem bei den Fertigkeiten. Genau, und dann habe ich gedacht, so, brauche ich ja sonst erstmal nichts. Dann bin ich jetzt so langsam auch dem Kapitel mit der Magie näher gekommen. Ich weiß noch nicht so, wie das funktioniert, aber ich habe gedacht, verdammt, also ich will mir das schon auch offen halten, auch mal so mit der Magie was machen zu können. Auch wenn wir alle erstmal ohne Magie das erste Mal die Investigatoren erstellen. Aber auch ein anderer Kumpel hat schon gesagt, oh, da will ich aber auch mal und so. Naja, und ich bin dann so, dass ich gerne so die Sachen auch komplett habe. Da habe ich gedacht, okay, wenn da irgendwie der Inhalt ganz gut ist, dann hole ich mir mal dieses Büchlein. Und es wird ja auch noch die oberen 10.000 geben, also ein Berufsband für die ganz reichen Leute sozusagen, also In-Time-reich. Ja. Ja, und ich habe mir dann das hier beim Dan angeguckt. Der Dan, sehr zu empfehlen. Könnt ihr auch mal reinklicken bei ihm. Ja, und habe dann gesehen, und es ist doch alles ganz nett. Und das lohnt sich doch. Und ich meine, ne, ganz ehrlich, hier 9,95 €. Wie gesagt, also bei Cthulhu sind die Sachen ja alle immer ziemlich günstig. Also immer so ungefähr halb so teuer, wie man eigentlich denken würde, dass das Buch oder Heft sein müsste. Das ist natürlich ziemlich edel dann für die Geldbörse des Käufers oder der Käuferin. Jo, genau. Und da habe ich mir dann gedacht, komm, machst du. So, dann wollen wir nach fast 10 Minuten hier rumgedödel und ausgepacke dann auch mal hier mal langsam anfangen. Ja, ein paar andere Leute, der Dan und so, die haben ja schon auch einige Sachen drüber gesagt und vielleicht auch vorher reingelesen. Für mich ist es noch komplett neu. Ich mache das einfach archivmäßig hier wie immer. Also ich zeige einfach die Sachen eher im Detail, auch wenn ich noch nicht so viel Ahnung habe. Ja, also ich finde dann erstmal vom Cover her, also ich finde das erstmal gut, dass die grüne Aufmachung hier das mit den Berufen dann ist. Finde ich gut abgegrenzt von den sonst roten Regelsachen. Ich glaube, Investigatoren-Compendium hat auch noch rotes. Moment. Ja, doch, hat es, ja. Ja, und weiß nicht,
Ich finde das hier auch mit dem Bild und so, das ist alles auch ziemlich cool. Das ist irgendwie so komisch, so der Hintergrund ist, also das sieht so ein bisschen ja, so lamellenartig, aber auch so ein bisschen wasserartig und rauchartig. Also da kommen verschiedene Aggregatzustände fast schon hier zusammen. Ja, das sieht doch irgendwie ganz cool aus. Finde ich sehr gelungen. So. Und dann haben wir, wer den Klappentext hier noch nicht kennt, kann das hier auch noch mal verfolgen. Dieses ganze pergamentartige, detektivartige, bräunliche, gelbliche, das teils vergilbte so, das finde ich auch immer ziemlich cool. Jo. Ja, und ach so, ja, hier, ne? Hinten ist es dann halt so. Das wirkt immer so ein bisschen von der Aufmachung her wie so ein alter Band aus einer alten Bibliothek, aus irgendeiner Reihe. Ja, also das Buch ist übrigens ziemlich leicht. Und dieses Buch ist auch schwarz-weiß gehalten. Das sieht hier, finde ich, auch schon erstmal ganz geil aus gleich. Und man merkt es hier gleich an der ersten Seite. Es ist so dickeres Papier auch, also das fühlt sich richtig wertig an. Und wenn man die Schrift kennt von, naja, dem Cthulhu-Grundregelwerk zum Beispiel, was teilweise sich krasser anfühlt als hier von DSA 4.1 die Schriftgröße, dann kommt man aber irgendwie doch gar nicht so lahm durch beim Lesen, ist diese Schrift hier ganz schön groß und übersichtlich. So. Ich sehe gerade zu meiner Verwunderung, dass das hier von 2017 ist. Ich weiß gar nicht, im englischen Original, also muss es auch eigentlich auch ein Original geben, ne? Oder ist es nur Deutsch? Ich weiß es nicht genau. Könnt ihr sonst auch hier mich eines Besseren belehren? Ja, es ist irgendwie ziemlich aktuell, letztes Jahr erst. Und das Papier wirkt auch so im Ansatz, also das ist nicht so ganz rein weiß, es wirkt so im Ansatz leicht älter, vergilbt, wie so alte Sachen, die man so irgendwo nochmal rauskramt. Das ist schon ziemlich cool. So, Inhaltsverzeichnis auch wunderbar, alles abgesetzt. Ja, hier geht es ja einfach um Berufe, ne? Also, ja. Oh, hier ist nur noch ein Hinweis, das GRW-Grundregelwerk heißt. Ja, der Fortgeschrittene, der weiß das natürlich. So. So, was machen Sie denn hier erstmal? Überhaupt erstmal anscheinend Allgemeines, also Berufsgruppen mit dem Hang zum Übernatürlichen. Kästen gibt es natürlich immer mal wieder. Und Sie gruppieren das hier erstmal. Sie fassen gewisse Gruppen zusammen. Erforscher des Übernatürlichen, heidnische Kulte, Magier und Zauberer, Medien und Geisterseher, Priester und Mystiker. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, aber deswegen habe ich es sonst noch mal gesagt. So, wenn gewisse Begriffe vorkommen, wird das auch kursiv gesetzt hier im Text, im Fließtext. Das sehe ich auch hier schon. Und, na, ja, okay, und dann sagen sie eben was über die einzelnen Gebiete erstmal allgemein. Erstmal hier Erforscher des Übernatürlichen, heidnische Kulte, nettes altes Bild dazu. Wirkt so ein bisschen wie diese Mittelalterbände, die ich da noch von früher habe, von Cthulhu. Jo, also manchmal sind die Bilder so Cthulhu-Labartig, ne? Aber dann in Schwarz-Weiß oder Sepia gehalten, je nachdem, ob es ein buntes oder Schwarz-Weiß-Buch ist. Aber ist auch okay. Ist auch okay. Jo, allgemeines erstmal zu all diesen Gruppen. So, dann haben wir hier aber sogar noch ein bisschen was Besonderes, nämlich Initiationsgrade. Da geht es dann darum, wie tief ist ein Charakter schon im Mythos drin. Dazu sei übrigens nochmal gesagt, das habe ich auch schon mitbekommen, normalerweise darf man am Anfang zum Spielstart noch keinen Wert in Cthulhu-Mythos haben. 0%. Und man hat eigentlich auch keine Zauber oder sowas. Das ist ja jetzt nicht DSA oder Splittermond, wo man schon rumballern kann mit irgendwelchen Zaubern als Magier. So, das ist alles ein bisschen heftiger und seltener und besonderer. Und man muss das mit dem Spieler ein bisschen absprechen, ne? Bei Cthulhu. Okay, sie gehen hier auf verschiedene
ja, ich sag mal, Berufsgruppen ein, ne? Also, beziehungsweise Skeptiker ist ja jetzt nicht so der direkte Beruf. Also eher so, ja, Arten von Leuten, die mit Magie zu tun haben können. Scharlatan, Esoteriker, Mythos, Magier, Okkultisten. Okay. Gut. Oh, krass. Also in Bezug auf die Scharlatanerie wird hier magiemäßig die Historie hier komplett näher gebracht. Ur- und Frühgeschichte, das geht hier bis 25.000 vor Christus zurück. Aber wir wissen ja, ne, Cthulhu-Mythos, da, das ist alles sehr, sehr früh schon passiert auf der Erde. Beziehungsweise auch auf anderen Planeten. So, Altertum hier, Mittelalter, frühe Neuzeit, Neuzeit, ab und zu mal ein Bild. Ja, Gegenwart. Müsste man gucken, bis wohin das hier geht mit der Gegenwart. Na, 47, 1970er Jahre. Ja, okay, also dann hört das hier auch auf langsam. Gut. So, also es geht anscheinend erstmal die ganze Zeit um die Scharlatanerie. Da bin ich jetzt natürlich mega auf DSA gerade gepolt, aber okay. Okay, es geht um Tricks. Gut, Illusionsmagie, da werden hier auch gewisse, in dick gedruckt, gewisse Fertigkeiten wie mechanische Reparaturen angesprochen. Telepathie. Wahrsagerei, okay. So, und dann auch, ich weiß nicht, ob das jetzt auf Scharlatanerie bezogen ist oder einfach allgemein Magie in der Praxis. Also ich glaube, das ist jetzt wieder was Allgemeines. Also das habe ich jetzt noch nicht so ganz. Achso, hier am Rand wird einem natürlich wieder gesagt, in welchem Kapitel man ist. Beziehungsweise, ich glaube, das Kapitel bleibt immer gleich, Mystiker und Magier. Magie in der Praxis. Da wird auch wieder auf, ja, Zauberei, heidnische Kulte, Geistseher, Mystik und religiöser Glaube. Ja, okay, das ist auch wieder was eher Allgemeines. So. Und, ah ne, okay, hier hat sich es geändert. Tipps zum Spielen mystischer Investigatoren. Gut. Hier wird sogar noch auf mystische Ermittlungsmethoden eingegangen. Krass. Ja, wahrscheinlich, weil irgendwie jetzt hier Alienforscher gehen anders an Sachen ran als Geisterjäger oder Parapsychologen und so. Okay. So, und hier kommt wieder die übliche Anfangsgliederung zum Tragen, ne? Erforscher des Übernatürlichen, heidnische Kulte, Magier und Zauberer. Da gibt es entsprechende Unterkategorie dann eben. Zum Beispiel jetzt hier bei heidnische Kulte, ne? Voodoo-Priester, Hexen. Aber ich glaube, das sind auch, die sind dann auch dick gedruckt, das sind auch die, die hier dann noch vorkommen wohl. Als mit den Kästen entsprechend. So. Ja, Medien, Geisterseher. Waren die am Anfang genannt? Ja, Priester und Mystiker. Ja, kommen dann hier noch. Okay. Also die halten die Kategorien dann auch ein. Hier gibt es noch einen Kasten zu Zauberkategorien. Weil es gibt nämlich hier in diesem Band auch direkt dann Zauberempfehlungen in Bezug auf das Grundregelwerk. Deswegen, ne, GRW, die Abkürzung hier immer. So, und da haben sie hier, ne, so ein bisschen Zeitzauber, Zauber der Sichtbarmachung, Steigerungszauber, Geist, Reisezauber und Zauber zur Kommunikation mit Geistern und Mythoskreaturen. Ja, und ich hatte auch irgendwie so am Rande mitgekriegt, dass die entsprechenden Berufe dann auch passende Zauber empfohlen bekommen hier im Band. Das werden wir dann ja noch sehen. Manchmal haben die Bilder auch so einen kleinen Untertitel, ne? Hier zum Beispiel Seance, weil die hier so irgendwie versuchen, mit irgendwem Kontakt aufzunehmen, so geistseher-mäßig. So, ah ja, genau. Sinnvolle Zauber für Investigatoren. Das ist jetzt hier recht kurz gehalten. Ich weiß nicht, wie sie es genau machen. Aber sie gliedern es schon mal in Zauber mit geringem, keinem bzw. hohem Stabilitätsverlust. Ja, deswegen sind die sinnvoll eben. Oder auch nicht. Ne? Okay, hier wird dann zu Hintergründen was gesagt.
Hintergründe sind ja jetzt nicht irgendwie so direkt regeltechnisch verankert. Verankert wie, weiß ich nicht, ich glaube in der eine Ring oder so, da gab es so gewisse Sachen, wo dann der Hintergrund noch regeltechnische Sachen gemacht hat. Vielleicht auch bei Splittermond, da gab es glaube ich auch irgendwas. Oder mit, naja, gut. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Aber bei Cthulhu ist der Hintergrund ja eher regelarm. Aber es gibt eben diese direkten, wie sagt man, Abschnitte, die man dann auch ausfüllen sollte als Spieler. Das steht mir eigentlich heute oder morgen noch bevor. Bei meinem Charakter, nämlich hier, ne, wichtige Person, also für den Charakter wichtige Person. Jo. Und ich glaube, sie machen es jetzt hier so, ne, Alchemist, Apotheker, Druide, dass für die einzelnen Berufe sozusagen jetzt gesagt wird, was der für wichtige Person noch kennen könnte. Oder machen sie es andersrum und sagen, das sind einfach allgemein wichtige Personen. Was sagen sie denn hier? Nee, okay, so wie ich eben gesagt habe als letztes. Also das sind schon die wichtigen Personen dann hier, die man in seiner wichtige Personenliste haben kann. Ja, Alchemist, Apotheker, Druide, Exorzist, Herrscher. Okay. Hexe, ja, Lehrmeister, Logenmitglied, Medium, Medizinmann, Schamane. Bedeutsame Orte. Das ist auch so eine Charakterkategorie. Moment mal, also wenn man den Charakterbogen bedenkt, ich habe jetzt hier Cthulhu-Regelwerk gerade liegen. Einmal hier hinten ist ja der Charakterbogen drin. Na. Genau, kann ich ja mal versuchen hier. Genau, hier diese Liste, Hintergrund. Beschreibung, Glaube, Weltsicht, wichtige Personen, bedeutsame Orte, gehüteter Besitz, Wesenszüge, Verletzungen und Narben, Phobien und Verhaltensstörungen, obskure Bücher, Zauber und magische Artefakte und Begegnungen mit fremdartigen Wesen. Das sind eben diese Kategorien und die werden jetzt hier sozusagen besprochen. Manche muss man ja am Anfang noch gar nicht ausfüllen, ne? Weil man hat ja am Anfang nicht unbedingt Artefakte und so. Aber die Sachen, die man schon mal so ausfüllen könnte, die werden hier durchaus angesprochen, ne? Bedeutsame Orte, kann man auch was auswürfeln. Und das ist dann hier sowas wie besondere Orte in der Natur irgendwas oder Glaubensstätten, Kraftlinien sogar. So, gehüteter Besitz, das gibt es auch noch. Da kann man auch was auswürfeln wieder. Ne, so Schutzanhänger, Wünschelrute und so. So. Das haben die hier schon gut aufgefächert. Ja, also die haben jetzt diese paar, also einen Teil dieser ganzen Kategorien angesprochen. Ja, noch ein paar weitere Details. Da kann man noch wegen Geschlecht noch irgendwie gucken, ob es da eher Männer oder Frauen gibt und, oder beides. Namen, Geburtsumstände. Da kann man auch wieder würfeln. Ich finde, so ein Büchlein hier muss auch nicht bunt sein. Das hat auch einen Charme mit diesem Papier hier. Ja, oh, und es gibt sogar noch, das habe ich jetzt gar nicht gedacht, mysteriöse, ja, dieses Wort, ich muss immer an Switch Reloaded denken. Ein ganz normaler, mysteriöser Tag beim Galileo Mystery Team. Mysteriöse Gruppierungen. Ja, ne, so Schaustellergruppe. Bei der Geheimgesellschaft gibt es hier auch noch ein bisschen Untergruppierung. Beispiele. Also hier geht es um die bekanntesten Geheimgesellschaften, Illuminaten. Und das wäre auch geil, ne? Irgendwie so ein Templer oder irgendwas. So ein bisschen Assassin's Creed-mäßig sogar. So diese Geheimgesellschaften, wo sich Verschwörungstheorien ja manchmal auch dran ab die Zähne ausbeißen. Esoterischer Zirkel, ja. Lesezirkel oder Debattierclub. Oh, das gab es ja da damals auch. In dieser Wende zum 20. Jahrhundert. Ja, Jäger des Übernatürlichen, okay. So. Nochmal zum Gruppenkonzept. Kasten.
Und dann geht es sogar noch um erfahrene Mystiker und Magier. Okay. Und diese Erfahrungen, die man, ich glaube, das geht dann um das Steigern sozusagen. Das machen die jetzt hier in den einzelnen Kategorien, also in Paketen irgendwie. Für Skeptiker, Scharlatan, Esoteriker. Und hier bei Skeptikern zum Beispiel, ach so. Moment, Anfangsalter, ja, okay. Also vielleicht auch schon am Anfang des Spiels. Also hier ist so ein Anfangsalter, ne, mindestens 25 Jahre. Stabilität kriegt minus ein W8. Ah, da ist mal der W8. Und bei Verletzungen und Narben gibt es einen bestimmten Eintrag dann noch und man kriegt einen Bonuspunkte für irgendwelche bestimmten Sachen. Okay, also das ist nochmal sind so Modifikationen, meine ich, für die einzelnen Bereiche hier dieser Leute wie Okkultisten und so. Okay, so und dann kommt sozusagen dieser Hauptteil ja eigentlich auch, die Berufe direkt. So, dann haben wir eine kleine Einleitung. Dann kommt hier erstmal der Alien-Forscher. Der hat dann erstmal einen schönen Fluff-Text. Und bekommt dann noch einen normalen Text, der jetzt auch natürlich länger ist als im Investigatoren-Kompendium, die Berufstexte. Und bekommt dann natürlich den entsprechenden Kasten, wie man ihn schon kennt, aus GRW und Investigatoren-Kompendium. Ne, Punkte für Berufsfertigkeiten, die Finanzkraft, empfohlene Kontakte, Fertigkeiten gab es auch schon. Hintergrundbeispiele gab es nicht sonst in den Kästen. Initiationsgrad natürlich auch noch nicht. Okay, also hier gibt es schon noch auch so ein bisschen extra Beispiele. Also es ist alles noch mehr. Der Bühnenmagier. Also Alienforscher, ja, also ich habe halt zu den meisten Sachen, hätte ich glaube ich schon Lust, die zu spielen. Der Bühnenmagier ist natürlich auch ganz nett. Und dann, Moment mal. Oha. Ja, nee, okay. Ich habe gerade hier gedacht, dass der Alienforscher mehr Punkte für Berufsfertigkeiten hat und Bildung mal 4 stand da halt und dass der andere jetzt nur Bildung mal 2 hat, weil es gibt ja immer insgesamt irgendwelche Sachen, insgesamt 4 Teile sozusagen mal 4 oder irgendwie aufgeteilt, aber ich habe nicht gesehen, dass es hier auch aufgeteilt war. Also Bildung mal 2 hier beim Bühnenmagier plus noch Erscheinung mal 2 oder Mana plus mal 2. Ja, sehr schön. Der Derwisch, der bei DSA 5 hier zu den Zaubertänzern gehört, zu den Zauberbarden gehört. Geisterjäger und Geisterfotograf. Kann man eigentlich gleich mal gucken, wie viele es dann so gibt, ne? Hier 1, 2, 3, 4. Dann gibt es hier fünftens noch den Gesundbeter, auch nett. Sechstens gibt es die Hexe, schön mit einem Katzenbild und einem langen Text. Und siebtens den Hypnotiseur. Gut. Achtens das Logenmitglied. Also hier stehen jetzt nicht direkt Zauber dabei irgendwo. Das scheint wohl dann irgendwie vorher in einem der vorherigen Kapitel einfach allgemein zusammengefasst zu sein, sodass man da entsprechend einfach gucken kann, was man gut findet. Ich glaube, jetzt kommt neuntens Medium. Okay. Und dann zehntens noch der Naturheilkundler. Elftens der Parapsychologe, zwölftens noch der Schamane, dann haben wir hier 13. den Voodoo-Priester, 14. den Wahrsager, oh, hier gibt es auch verschiedene, Society-Wahrsagerin und Jahrmarkts-Wahrsagerin, na cool. Oh, Moment, Wahrsagerin, das ist ja geil, das ist ja... Das ist die Schlüsselperson bei dem Mitspieler. Also ein NSC-Wahrsager, eine Wahrsagerin sozusagen. Und hier kann man nochmal Sachen drüber lesen, dann. Das ist ja cool. Würde ihm bestimmt gefallen.
Ja, 14 anscheinend. Und wir haben hier noch Kurzvorstellungen. Ich weiß nicht genau, was Sie hier. Ach so, oh ja. Ich erinnere mich gerade zum Glück sehr schnell wieder daran, weil ich das beim Dan schon gesehen habe im Video. Es gibt 14 ausführlich vorgestellte und hier eben noch kurz vorgestellt. Denn es gibt, also da hat man einfach nur, das ist dann wirklich eher schon die Richtung, wie sie im Investigatoren-Kompendium ist, also einen kleinen Text, dann die nötigen Wertesachen. Aber Hintergrundbeispiele haben die hier auch noch. Das ist schon mehr als im Investigatoren-Kompendium. Ja, Alchemist könnt ihr wahrscheinlich so halbwegs lesen, ne? Alchemist, den Astrologen, drittens noch den Druiden, viertens den Kabbalist. Hätte ich früher auch nicht gekannt, aber die Kabbala, das sind so jüdische Mystiker. Fünftens noch Mesmeriseur. Und sechstens der New Age-Anhänger und siebtens der Rabbi. Ja, der normale Priester oder so, den gab es dann schon im Kompendium. Okay, also es gibt, es waren glaube ich jetzt sieben, also 21 glaube ich insgesamt dann. So, und dann noch ein bisschen Archetypisches. Jonathan Aston, ein Bühnenmagier gibt es hier noch. Mildred Wolf, was? Walford, eine Hexe. Und drittens noch Charlotte Anjali Henderson, ein Medium. Und viertens Hubert Bartholomew Sanders, ein Parapsychologe. Ja, also so vier. Ja, und dann haben die hier natürlich noch ihre Wertekästen. Jetzt habe ich gerade gedacht, wenn man so einen Charakter hier draus spielt, das ist ja schon so Richtung Magie und so, aber also man ist ja nicht gezwungen, dann irgendwas mit Zaubern zu machen, ne? Man kann ja auch einfach nur so einen Typen erstellen und dann sagen, hey, ich könnte vielleicht später noch mit Magie irgendwas machen und dann vielleicht mit dem Spielleiter noch was absprechen, dass da was gehen könnte und so. Also das würde doch irgendwie gehen. Und ich meine, hier auf dem Charakterbogen, ist hier 1920er sind die Leute, ne? Also weiß ich nicht, ob das jetzt alle 1920er sind, werden wir gleich sehen. Aber hier Magiepunkte haben sie natürlich. Aber ich glaube, so Zauber steht hier jetzt nicht so richtig, ne? Irgendwelche Zaubersachen. Oh. Das ja, sind jetzt hier auch nicht so viele Eintragungen hier hinten. Hier stehen die Zauber. Okay, das habe ich auch schon wieder vergessen gehabt, aber der hat keine. Jo, okay, alles ausgefüllt. Dann haben wir, das sind glaube ich alles 1920er Charaktere. Hat einer Zauber? Nee, die hat auch keine Zauber. Und die, oh, die hat Zauber. Hier die, das Medium. Das hat hier Verfüge über Geist als Zauber. Und hier gibt es auch nicht irgendwie bei Splittermond oder so die fetten Angaben zu irgendwelchen Zaubern, sondern das ist einfach, steht da einfach nur und man kann das dann aus dem Grundregelwerk benutzen. Ist ja auch alles mega einfach. Braucht man keine extra Angaben. So. Und dann haben wir hier noch einen, der hat aber auch keinen Zauber. Okay. So. Wie viele Seiten hatten wir jetzt hier? Ja, gut, über 70. Okay. Ja, schön. Dann hat sich das ja aufgeklärt mit den Zaubern, dass man die nicht unbedingt braucht. Und ich finde das Büchlein, das Softcover-Heft hier echt cool. Die gesamte Aufmachung, die Gestaltung, Layout und so, alles super. Wie viele Fehlerchen da drin sind, das weiß ich jetzt nicht. Aber so als Erweiterung für das ganze Magische finde ich das auf jeden Fall. Und dann für einen Zehner auch nett zu lesen, in großer Schrift und so, finde ich total klasse. Also bereue ich überhaupt nicht. Habe ich jetzt hier sehr gerne mir geholt. Und ich würde sagen, passend zu diesen magischen Themen hier, mache ich doch dann als nächstes gleich mal das Grand Grimoire. Gut, dann war es das an dieser Stelle mit dem Anfangsausgepacke und diesem Heft. Und ich glaube, ihr habt einen ganz guten Einblick gekriegt und eventuell hören wir uns dann wieder bei einem anderen Video. Also, Leute, bis
Denn